Herzlich willkommen zur Autofahrt mit dem Autochef. Wir sind heute bei BYD und freuen uns, dass wir den Managing Director bei uns haben, Daniel Cihic. Ich freue mich, dass wir eine Ausfahrt machen. Freut mich sehr, liebe Sandra. Ja? Wir werden viel über das Unternehmen noch reden. BYD, chinesisches Unternehmen, relativ neu in Österreich. Aber sag uns mal, welches Auto wir heute fahren. Wir fahren mit unserem Bestseller Seal U. Was ist das genau? Es gibt ja den Seal auch ohne U. Ja, das ist eben der U, steht für Utility, und das ist unser SUV. Ein großes Fahrzeug mit vielen Vorzügen. Das schauen wir uns an. Wir steigen mal ein. Rad anschnallen, sehr gut. Bist du ein guter Autofahrer? Multitasking, nein. Aber wir reden und fahren heute. Das weiß ich, deswegen schimpf mich nicht, wenn irgendwer hupt und wenn... Nein, wir kriegen das schon hin. Sehr also gut. Muss man nur sagen, wir fahren die rechts, dann kommen wir dort raus, oder? Wir fahren den Ring. Okay, und dann eine Runde. Wir fahren eine Ringrunde. Sag uns noch ein bisschen, ich stelle noch die Musik leiser, wie das Auto innen aufgebaut ist. Wir haben ein Display für den Fahrer, auch das gibt es nicht mehr in allen Autos. Ja, wir haben ein Display für den Fahrer, was auch sehr übersichtlich ist. Wir haben natürlich einen drehbaren Screen. Ja, und da können wir sogar mit dem BYD auch ein bisschen reden. Nicht nur auf Chinesisch, sondern auf Deutsch. Ich glaube, wir müssen ein bisschen kühler stellen, oder? Okay. Aber wir können ja sagen, hi BYD. Ah. Es ist heiß drinnen im Auto. Verstanden. Senke die Temperatur um 1 Grad. Bravo. Dankeschön. Bitte sehr. Wieso ist dieser Seal U das meistverkaufte Auto? Es ist die eierlegende Wollmilchsau. Das Auto ist relativ groß, 4,8 Meter, hat sehr viel Platz. Ja. Hat innen wirklich viel Raum, muss ich sagen. Extrem viel Platz. Hat natürlich auch in der Grundausstattung, mit der wir jetzt fahren, wirklich, ich sage immer, der elektrische Christbaum, da ist alles drinnen. Ja. Also alles, was du dir wünschst oder vorstellst, ist in dem Fahrzeug schon eigentlich in der Serie. Und man darf nicht vergessen, auch das Thema Sicherheit, eben 5 Sterne, Euro NCAP und all die Assistenzsysteme, was es momentan so am Markt gibt, alles ist drinnen verbaut. Und ich glaube, was auch noch für das Auto spricht, ist einfach die Batterie. Ja? Also die Batterie ist ja von BYD logischerweise, und BYD ist ja auch ein Batteriehersteller, nicht nur ein Fahrzeughersteller. Dieses Auto hat eine 72 Kilowattstunden Batterie, gibt es auch eine Nummer größer? Es gibt auch eine Nummer größer, weil das ist ja, wie ich gesagt habe, eben die Grundausstattung. Und mit diesem Fahrzeug kommt man 420 Kilometer weit. Du hast gesagt, das Display kann man drehen auf Hochformat. Warum? Weil die Kundenwünsche und Bedürfnisse unterschiedlich sind. Und wir versuchen halt einfach, manche mögen es halt quer, manche hochkant. Also soll ich dir kurz zeigen, wie das geht? Am liebsten rede ich halt mit dem BYD. Hi BYD, bitte den Bildschirm drehen. Oh, das ist cool. Ja, schaut noch nobler aus eigentlich. Ja. Im Hochformat. Ja, schaut auch gut aus. Und das Coole ist ja, dass auch wirklich im Punkt der Software, dass auch alles im Inhouse gemacht wird bei BYD. Ja. Welches Auto fährst du selbst? Ich selber fahre genau das gleiche Modell, in der besseren Ausstattung, okay. Mit dem größeren Screen. Verstehe. Es gibt ein günstigeres und ein teures Modell. Wo sind wir da preislich? Also wenn wir vom Preis reden, dann natürlich auch in Österreich mit der Förderung, die jeder Privatkunde auch bekommt. Und da sind wir ja bei diesem Modell bei 37.000 inklusive Förderung. Und selbst das hochwertigste Modell kriegst du unter 40.000. Unter 40.000, ja, 4,8 Meter. Das ist ein Kampfpreis, den die Chinesen da vorgeben. Seit Oktober 2022 arbeitest du für diese Marke. Richtig, ja genau, von der Stunde Null. Ja, von der Stunde Null weg, genau. Wie ist es für einen chinesischen Konzern zu arbeiten? Wobei das ja in der Denzel-Gruppe angesiedelt ist, muss man sagen. Ja, glaub, genau das, was du sagst, ist, glaube ich, der Unterschied. Wir sind in einem traditionellen österreichischen Konzern. Also Denzel feiert ja heuer 90 Jahre. Genau. Und das spricht auch für Denzel eben. Und in diesem Konzern, mit all der Erfahrung, die Denzel halt einfach mit asiatischen Marken hat,
also vor, glaube 45 Jahren, als sie mit Japanern, mit Mitsubishi angefangen haben, dann eben über die Koreaner mit Hyundai, jetzt eben die chinesischen Marken. Da ist sehr viel Erfahrung, sehr viel Expertise. Und in diesem Konzern als Startup agieren zu können, und da sind wir ja effektiv, ja, also wir sind eine dynamische Truppe, die einfach eine neue, überaus spannende Marke in den Markt einführt, das ist schon was Besonderes. Ja. Sprichst du Chinesisch? Nein, bis auf Nichao habe ich noch nichts, sage ich mal, zusammengebracht. Ist auch nicht notwendig, weil die Chinesen sprechen Englisch. Ja, genau, ja? Die sprechen Englisch, also es ist eigentlich die Business-Sprache. Wir haben gesagt, Oktober 22 war der Start für diese Marke in Österreich. Wann hat BYD das erste Auto auf den Markt gebracht? Im Allgemeinen meinst du? Naja, das Unternehmen wurde ja, also ich meine, es ist ja in aller Munde, aber dennoch, das Unternehmen besteht seit 1995. Mhm. Ja? Und das Unternehmen wurde ja gegründet als ein, sagen wir mal, kleiner Startup, der sich mit Batterien beschäftigt hat. Ja, da war gar nicht irgendwie im Sinne des Gründers damals, dass er Autos baut. Ja, das war gar nicht sein Beweggrund. Jetzt kommen die Chinesen mit einer ziemlichen Kraft daher. Also nicht nur BYD, sondern auch andere chinesische Marken drängen auf den europäischen Markt. Ich habe da zwei Seelen in meiner Brust. Auf der einen Seite ja, geht es einfach darum, dass man diese Technologie unter die Leute bringt. Auf der anderen Seite, ja klar, leben wir in Europa und da geht es auch um die europäische Wertschöpfung, europäische Arbeitsplätze. Aber auch da muss man ganz klar sagen, das erste chinesische Unternehmen, das ein wirklich authentisches Commitment für Europa abgegeben hat, ist BYD. Die bauen ein Werk in Ungarn. Sie haben jetzt vor kurzem auch bestätigt, dass sie auch in der Türkei ein Werk bauen werden, womit sie auch Europa bedienen können. Und ich glaube, wichtig ist am Ende des Tages, dass man miteinander arbeitet. Ja, und ich bin ein Verfechter vom freien Handel, weil ich denke mir, freier Handel hat uns den Wohlstand gebracht. Ja. Und wenn man miteinander handelt, dann schießt man nicht aufeinander. Ja. Ist auch ein Friedensaspekt. Und ich bin gegen Protektionismus, weil gegeneinander und Kriege haben noch nie was gebracht. Und Handelskrieg ist auch ein Krieg. Ja. Wir kommen dann noch zu den Handelsbarrieren und zu den Strafzöllen. Was will BYD auf dem europäischen Markt? Wohin wollen sie? Das ist eine, also kein Lippenbekenntnis, sondern wirklich ein authentisches Commitment, möglichst schnell eine europäische Marke zu werden. Und das ist die Zielsetzung. Nicht eine chinesische Marke, die in Europa Autos verkauft, sondern wirklich eine europäische Marke zu werden, mit einem, nicht nur Manufacturing, also bei der Produktion, sondern auch mit dem Forschung und Entwicklung, Design, alles zu europäisieren. Reden wir noch mal kurz über die Preise. Klassische Autobauer argumentieren die hohen Preise der E-Autos damit, dass so viel Forschung und Entwicklung dahinter steckt, dass das erst im Anrollen ist und dass man deswegen am Anfang mehr Geld dafür verlangt. Wieso schafft es BYD, nicht so viel Geld zu verlangen und günstige Autos in den Markt zu kriegen? Also du willst jetzt sagen, bei mir ist alles irgendwie logisch und einfach, aber das ist wirklich, liegt auf der Hand, weil währenddessen, sagen wir mal, alle anderen Konzerne in den letzten, weiß ich nicht, 10 Jahren, in der letzten Dekade an mehreren Hochzeiten getanzt haben. Die haben halt Benzin weiterentwickelt, Diesel weiterentwickelt, dann Hybrid und dann Plug-in-Hybrid und dann ein bisschen Elektro. Hat BYD sich voll und ganz auf die Elektromobilität fokussiert. Aber genau diese Marktmacht und Kraft macht ja den Europäern ein bisschen Angst, den europäischen Autobauern, der EU so sehr, dass sie Strafzölle ins Leben gerufen hat für chinesische Elektroautos. Was sagst du zu Klar, denen? Und Strafzölle, wieder zurück zu dem, was ich vorhin gesagt habe, das ist Protektionismus, das ist, ruft natürlich eine Gegenreaktion aus. Und ich selber denke mir jetzt persönlich, also meine persönliche Sichtweise ist, wenn so eine politische Entscheidung schlecht für den Konsumenten ist, und das ist sie definitiv, weil dadurch wird die Elektromobilität teurer und damit haben wir auch für unseren, sagen wir mal, für die Erde, wird das mittellangfristig, tun wir nichts Gutes, ja, dann kann das aus meiner Sicht nicht gut sein. Was man machen müsste, ist aus meiner Sicht, Wettbewerb sollte eigentlich dazu anregen, dass man miteinander Kooperationen schließt und deswegen haben wir, also das war ja quasi unsere Ad-hoc-Reaktion, als wir im Dezember 2023 die Pressemitteilung mit der Ankündigung eben des Werks in Ungarn rausgeschickt haben, haben wir bei Denzel gesagt, jetzt
kämpfen wir ab sofort und sehen uns als Brückenbauer, damit wir BYD, ja, die nach Europa kommen, mit österreichischer Expertise, österreichischen Zulieferern zusammenbringen. BYD in Österreich gibt es seit jetzt das zweite Jahr, wenn wir grob reden. Das heißt, 23 war das erste Jahr, wo BYD in Österreich am Markt war. Wie hat sich diese Marke in Österreich entwickelt, vor allem was die Verkaufszahlen angeht? Ja, das war ja auch wirklich eine Erfolgsstory, und wir vergleichen es halt immer mit unserem Namen. Also wir erfüllen Träume, Build Your Dreams. Und deswegen war das wirklich im wahrsten Sinne des Wortes ein Traumstart, weil wir dann so Ende 22, als es dann richtig so losging mit den ersten Fahrzeugen, haben wir dann ein bisschen in der Statistik geschaut, ja, was war bislang so quasi, welche Marke hat den größten Erfolg im ersten Jahr gehabt. Und es hat tatsächlich noch nie eine Marke geschafft im Rumpfjahr, und es war tatsächlich ein Rumpfjahr, weil wir haben, glaube ich, erst im März die ersten Autos angemeldet, vierstellig zu werden. Und das war echt eine Genugtuung, dass wir es geschafft haben. Über 1000 verkaufte. Ja, genau, über 1000 zugelassene Fahrzeuge auf der Straße. Und jetzt in diesem Jahr, also es ist jetzt so quasi Halbzeit, haben wir es schon geschafft, das zu verdoppeln. Was ist denn euer Ziel so mittelfristig? Wo soll die Marke sich positionieren und wie habt ihr so euren Businessplan für Österreich? Wenn du mittelfristig sagst, fünf Jahre? In 5 Jahren? Naja, das sind wir fast schon am Ende des Jahrzehnts. Schau, also wir sind sehr ehrgeizig. Ja? Natürlich sind wir ehrgeizig, aber nicht ungesund ehrgeizig, sondern einfach, wir setzen uns halt Visionen und Ziele. Wenn man ein bisschen Richtung China schaut, ja? Und das ist ja schon ein Indiz, was die Marke drauf hat. Natürlich ist es eine chinesische Marke und da tun sie sich natürlich leichter. Aber man muss sich das auf der Zunge zergehen lassen, eine Marke, die ausschließlich Autos, ja, mit Stecker produziert, also keine Verbrenner, ja, keine Verbrenner, sondern ausschließlich Plug-in-Hybrid, also Plug-in-Hybride und Elektroautos, ist im Gesamtmarkt China Nummer 1. Das heißt, nach jahrzehntelanger Führung einer deutschen Marke in China hat BYD es geschafft, im Gesamtmarkt als Elektromarke Nummer 1 zu werden. Und China an sich ist in puncto Elektromobilität so groß wie Europa und Amerika zusammen. Also ist nicht ein kleiner Markt. Ja? Und jetzt sage ich mal, wenn diese Marke das in China schafft, ja, dann ist natürlich die Ambition, wenn sie es in China schaffen, warum sollten sie das nicht im wunderschönen Alpenland, in der Alpenrepublik irgendwann einmal schaffen. Ich sage nicht, dass das jetzt ein Ziel ist in den nächsten 5 Jahren, aber langfristig, und wir denken ja auch bei Denzel immer, sagen wir, langfristig orientiert und arbeiten auch nachhaltig an diesem Erfolg. Ja, also mir ist lieber, wir machen kleine Schritte, ja, und die gehen in die richtige Richtung, als ich mache einen riesengroßen Schritt und stolper. Ja, das ist nicht unsere Zielsetzung. Und vor dem Hintergrund, irgendwann einmal auch Nummer 1 in Österreich zu werden, das ist die Ambition. Man kann jetzt sagen, ja, die Spinnen. Ja, genau, die Spinnen, die Chinesen. Aber die österreichischen Halbchinesen, nein, Spaß beiseite. Also wir wollen einfach, um es auf den Punkt zu bringen, wir wollen nachhaltig wachsen. Das reicht. Das reicht. Und wenn es dann 20 Jahre braucht, um was auch immer dann zu erreichen, dann braucht es halt 20 Jahre, aber es ist nachhaltig. Ab wann wird es Autos in Europa produziert geben? Ende 25. Ja, also das ist also auch relativ nah dran schon. Nein, das ist auch eigentlich unglaublich, mit welchem Speed. Ja, also das ist ja grüne Wiese gewesen. Ich glaube, Spatenstich im ersten Quartal jetzt 24. Und nicht einmal 2 Jahre später laufen dort die ersten Autos vom Band. Unglaublich. Unglaublich, was das für eine Geschwindigkeit ist. Ja. Also 25 gibt es was Kleines von BYD. Gibt es was Kleines? Das dann vielleicht unter 20.000 Euro kostet. Ja, also den Preis würde ich mir wünschen, wenn ich es jetzt wissen würde. Also das wird sicherlich noch ein bisschen dauern, bis wir den in Erfahrung bringen. Aber grundsätzlich wäre schon 20.000 erstrebenswert, weil das so ein bisschen die magische Grenze ist. Im Moment ist das die magische Grenze. Ja, genau. Das ist die magische Grenze. Und wir haben jetzt mit dem Dolphin, sage ich mal, in der Kompaktklasse, ja, das ist ein Fahrzeug, sage ich mal, so in der Größe vom Golf Astra Focus, wie die alle heißen, ja. Und da sind wir ja bei 26.000, wenn man die Förderung abzieht. Und ich glaube, man muss unter 20.000 sein. Oder in Wahrheit, das, was halt ein Kleinwagen als Benziner kostet.
Wenn du dort bist und der Kunde jetzt nicht nur Elektromobilität genau, kauft, sondern er kann wirklich wählen. Wählen. Mhm. Wenn ihm das, was wir zum Beispiel jetzt beim CLU zusammengebracht haben, er kann wählen. Irgendwie hat man das Gefühl, wenn man sich die Verkaufszahlen anschaut, dass sich die Elektromobilität in seiner Ausrollung verlangsamt. Nein, es ist wirklich eine super Beobachtung von dir, liebe Sandra. Es stagniert und ich glaube, dass rundherum, also wenn ich sage rundherum, meine ich auch Politik, Medien allgemein, halt einfach nicht unbedingt eine ganz klare Stimme da ist, die sagt, das ist die Technologie, jetzt versuchen wir alle gemeinsam. Zu viel das, hin und her. Sondern es ist viel Unsicherheit. Verunsicherung. Mhm. Ja? Mhm. Und Verunsicherung ist nie gut im Geschäft, ja? Weil die Kunden natürlich dann überlegen, ah, ist das doch das Richtige, fahre ich denn doch noch einen Verbrenner? Und dann kommt natürlich das Thema, dass halt einfach diese Leistbarkeit noch nicht da ist. Und es wird sich durchsetzen, weil die Preise werden nach unten gehen, die Batterietechnologie wird sich entwickeln. All diese Mythen, von denen ich geredet habe. Und die Anfangsprobleme, die wir alle gespürt haben. Ja, genau. Und diese Mythen, die werden sich auflösen. Weißt du, also, wir beschäftigen uns viel damit. Das eine habe ich ja beschrieben mit der Leistbarkeit. Das zweite ist, naja, was ist wenn es zu brennen anfängt, was ist mit der Sicherheit? Und wir sagen, du kannst einen Nagel durchschießen durch unsere Blade Battery und es passiert genau nichts. Wirst du jemals wieder einen Verbrenner fahren? Ich glaube nicht, nein. Und natürlich bei mir ist das auch verbunden damit, dass ich auch zu Hause eben laden kann mit einer Wallbox, in der Firma natürlich auch laden kann und das alles zusammen, es ist so convenient, also es ist so halt unkompliziert. Ja? Und wenn mir einer sagt, ja, aber was ist, wenn ich nach, weiß nicht, in den Urlaub fahre? Ganz ehrlich, das ist so entspannt, es gibt genug Ladestationen, es kommen noch viel, viel, viel mehr und da ist gerade Österreich. Vorbildlich. Das stimmt. Vorbildlich. Unter den Top 3, glaube ich, europaweit. So, wir sind fast zurück. Daniel, vielen herzlichen Dank für diese Ausfahrt, für die Einblicke in den chinesischen Konzern BYD, in die Einblicke in dieses Auto, den CLU. Und danke, dass wir eine Runde gefahren sind. Danke, liebe Sandra. Sehr, sehr sympathisch und hat mir sehr viel Spaß gemacht.